your fate. 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 Okay, Snake, it's open now. Düfte, düfte, düfte. Hallihallo, Gemeinde. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Mir ist so faschingsmäßig zumute. Vielleicht liegt es daran, dass unsere ganze Stadt gerade umgebaut wird und alles schon im EM-Fieber ist. Dürfte bei 43 Grad mittlerweile angekommen sein. Dafür ist jede Menge Geld da für Fußball. Denn Fußball ist unser Leben. Dann kann wieder gegrölt werden. Ach, ich freue mich riesig drauf. Ich bin doch so ein großer Fußballfan. Wisst ihr ja. So, ich habe mal tief in meiner Mottenkiste gegraben und The Elder Scrolls Oblivion rausgeholt. Habe mich da wieder dran gesetzt. Mal wieder. Das letzte Mal vor Jahren gespielt, muss ich dazu sagen. Und nun wollte ich mir das mal auf der Xbox Serie X anschauen. Sieht nach wie vor toll aus, ist ein absolutes Favoritenspiel von mir schon immer gewesen. Sicherlich Skyrim war auch gut, aber mir hat Oblivion besser gefallen. Und das sind die Spiele, die ich liebe. Da werden große und kleine Dramen erzählt. Das Ganze ist mit Humor angereichert. Die deutschen Sprecher sind meiner Meinung nach wirklich sehr gut. Die englischen Sprecher auch, muss ich dazu sagen. Ich habe nämlich beide Versionen hier. Die sogenannte Shop-Version von Microsoft. Die ist nur in Englisch, braucht ihr nicht runterladen. Gibt es keine deutsche Tonspur. Ihr müsstet also mindestens mal die 360er Disc haben, damit ihr das Ding zocken könnt auf der Xbox Series, ob S oder X oder XBX oder XXSXX und was dann noch alles demnächst von Microsoft rauskommt oder auf uns zukommt, geht also nur mit der 360er Disc. Spart euch das Geld für die Download-Version bei Microsoft, wenn ihr des Englischen nicht mächtig seid. Ja, und das Spiel ist wirklich so gut, es hat mir wieder so viel Spaß gemacht. Da können sich die Entwickler von Elden Ring mal eine ganz dicke Scheibe von abschneiden, denn dort wird ja wirklich nur Bum, Bum, Peng, Peng drauf, Gehaare auf alles, was sich bewegt. Nur Arschlöcher in den ganzen Spielen von From Software. Von mir aus können Sie sich das Ding unter die Vorhaut schmieren. Ich brauche sowas nicht mehr. Wie das wirklich richtig funktionieren kann, wie es Spaß machen kann, das zeigt Oblivion. Klar, aufpoppende Texturen, allenthalben, aber darüber kann ich wirklich großzügig hinwegschauen, denn noch einmal, das Spiel hat einfach so viel Charme und die Figuren sind so gut und vor allem der Humor kommt auch nicht zu kurz. Das ist es, was ein gutes Rollenspiel meiner Meinung nach ausmacht. Ja, die Sony PlayStation-Gemeinde muss außen vor bleiben, es sei denn, ihr habt die PS3 und auch die Disc, denn auf der PS5 kann man es, glaube ich, ich möchte nicht lügen, aber ich bin mir zu 95% sicher nicht spielen. Im Shop wird es sowieso nicht bei Sony angeboten. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich spiele 2-3 Aufträge, waren es glaube ich, weiß es schon gar nicht mehr. Es geht los mit der dunklen Bruderschaft. Der erste Auftrag ist schon gar nicht so einfach, relativ schwierig zu spielen. Es läuft auch nicht immer gleich, das Spiel. Ihr werdet es selbst gleich sehen, um welchen Auftrag bzw. welche Mission es sich handelt. Und danach gibt es noch zwei weitere, wenn ich mich recht erinnere. Dann gucken wir uns mal noch etwas das Ländler an. Das sieht nämlich wirklich auch heute noch sehr schön aus. Und mich stört auch überhaupt nicht, dass die Städte relativ, aber die Betonung liegt jetzt wirklich auf relativ unbelebt sind. Da haben ja viele gemeckert und haben gesagt, okay, also ein paar Leutchen mehr
wäre schön gewesen. Ja, okay, es gibt, glaube ich, auch eine Mod für den PC dazu. Ich brauche das alles nicht. Ich finde das Spiel großartig und würde mich freuen, wenn ich euch Appetit machen könnte, es auch mal wieder zu zocken. Schaut mal zu, vielleicht ist es ja was für euch. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao mit Wow, Wow. Ihr schon wieder? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich brauche keinen Freund. Wenn ihr hier seid, um etwas zu kaufen oder zu verkaufen, dann los. Übelriechender Affe. Ihr wollt mehr Arbeit? Zufällig habe ich hier einen weiteren Auftrag. Er erfordert jemanden, der sich gut Zugang zu Gebäuden verschaffen kann. Wie immer habt ihr mich nicht enttäuscht. Euer Ziel ist ein Dunkelelf namens Valendret. Er glaubt, im Gefängnis sicher zu sein. Ein tragischer Irrtum. Ein Gefangener entkam kürzlich aus dem Gefängnis. Er floh durch geheime Tunnel, die mit den Abwasserkanälen der Kaiserstadt verbunden sind. Der perfekte Weg hinein. Außerhalb des kaiserlichen Gefängnisses gibt es einen Schacht, der zu den Abwasserkanälen führt. Er wurde kürzlich fest verschlossen, aber ich kann einen Schlüssel besorgen. Es kann nicht sehr schwer sein, Dredd in seiner kleinen Zelle zu finden. Außerdem kennt ihr ja den Weg, nicht? Valendret ist seit vielen Jahren im Gefängnis. Seine Zunge ist scharf, aber sein Körper ist schwach und gebrechlich. Er sollte eine einfache, angenehme Aufgabe sein. Ihr erhaltet einen Bonus, wenn ihr den Auftrag ausführt, ohne eine der Gefängniswachen zu töten. Geht jetzt und möge die Mutter der Nacht mit euch sein. Macht, dass ihr wegkommt. Meine Kenners werden euch für eure Hilfe dankbar sein. Vielen Dank, mein Herr. Neulich sprach ich mit Dezan bei der Magiergilde. Noch nie war jemand glücklicher, in der Gilde zu sein. Er ist ein Märchen. Die kaiserliche Wache tut so, als gäbe es einen Diebeskönig mit dem Namen Graufuchs, der alle Diebe in Cyrodiil kontrolliert. Das ist natürlich nur eine Erfindung. Damit sie einen Grund haben, uns weiter zu unterdrücken. Möge Stendar euch segnen.
bin ich stolz darauf, meine Pflicht zu erfüllen. Aber eine solche Zeitverschwendung. Was bewachen wir denn? Steine und Schatten. So ist es. Da bin ich ganz eurer Meinung. Der Wunsch dieser Assassinen ging in Erfüllung. Der Kaiser ist tot. Sie haben keinen Grund zurückzukehren. Mein Reden. Aber hört der Hauptmann je auf uns? Nö. Wir müssen zugegen sein. Das Gefängnis muss gesichert bleiben. Lachhaft, nicht? Wen genau beschützen wir eigentlich? Dreht? Seit dem anderen der Ausbruch gelang, ist er der Einzige, der da unten vor sich hinrottet. Naja, man kann es Hauptmann Montrose nicht allzu sehr verübeln. Schließlich wittert er eine Chance zum Aufstieg. Muss die feinen Herren beeindrucken. Tja, das stimmt. Sei's drum, ich gehe am besten auf meinen Posten zurück. Hey, und nicht vergessen, später heben wir noch einen im aufgetriebenen Floß. Oh ja, ich werde dort sein. Ich würde es mir nicht nehmen lassen, dich vor diesem großen Orkschläger um Gnade winseln zu sehen. Ich fürchte niemanden. Der Mut ist mir angeboren. Ich... Ach, egal. Was? Muss der Wind gewesen sein.
Ich muss zugeben, Dredd, du wirst mir fehlen. Die Prügel mitten in der Nacht, deine armseligen Hilferufe. Dreckige Ratte, ich habe euch doch gesagt, dass ich mich aus dem Staub machen werde. Meine Zeit ist beinahe vorüber und daran könnt ihr nichts ändern. Tja, wie lange waren wir zusammen? 7, 8 Jahre? Wir hatten eine gute Zeit zusammen. Ich wusste es immer, dass es eines Tages vorüber sein würde. 11. 11 Jahre in diesem Rattenloch. Aber jetzt komme ich heraus und ihr werdet hier festsitzen. Ah ja? Und wohin gehst du jetzt? Was? Was hast du vor? Da draußen wirst du niemals zurechtkommen, Dredd. Du bist ein Tier, du gehörst in diesen Käfig. Ich werde daran denken, wenn ich mich mit eurer Braut am Strand der Insel Sumerset vergnüge, Kaiserschwein. Gut, und reich wirst du auch noch. Und König obendrein. Weißt du, was ich glaube, Dredd? Ich glaube, dass du zurückkehrst. Deinesgleichen kommt immer wieder zurück. Das werden wir ja sehen, Kaiserhund. Wenn ich hier herauskomme, wird ganz Tamriel meinen Namen kennen. Valen Dredd. Valen Dredd. Ist ja gut. Ich hätte Lust, dich gleich jetzt rauszulassen, wenn du nur die Klappe halten würdest. Ich höre euch zu. Da seid ihr ja. Willkommen. Willkommen. Ihr seid wie ein düsteres Geschenk von der Mutter der Nacht persönlich. Ihr seid also ins kaiserliche Gefängnis eingedrungen und habt Valen Dredd getötet. Aber keine der Wachen. Überragend. Zusätzlich zu eurer normalen Belohnung überreiche ich euch diesen Bonus. Die Waage der gnadenlosen Gerechtigkeit. Wenn ihr sie tragt, steigert die Waage auf magische Weise eure Stärke, Intelligenz und Geschicklichkeit. Schwächt jedoch euer Charisma. Ein mächtiges Artefakt. Ich wollte mit euch reden. Ja, Bruder? Ich habe von eurem letzten Auftrag gehört. Ich wollte euch nur dazu gratulieren, wie gut ihr die Aufgabe gelöst habt. Wie es heißt, hattet ihr eine recht gute Zeit. Bei Sitis, was war das nur für eine Nacht? Das erinnerte mich an die Zeiten, als ihr und ich diesen Wanderzirkus überfielen. Also, das weckt Erinnerungen. Ihr seid wahrhaft eine Zierde dieser Zuflucht. Ich wünsche euch, dass auch alle kommenden Aufträge genauso gut verlaufen.
Ah, nun, gerne würde ich mich weiter unterhalten, aber ich muss mich auf meinen nächsten Auftrag vorbereiten. Ihr wisst schon, die Sache mit der Magiergilde. Ihr versteht. Wandelt allzeit in Sethis Schatten. Ihr seid... Ich habe hier einen besonderen Auftrag. Die Wahrheit ist, ich möchte ihn keinem anderen Mitglied der Familie anbieten, denn ich weiß, dass ich mich auf euch verlassen kann. Normalerweise werden wir damit beauftragt, Leben auszulöschen, jedoch nicht bei diesem Auftrag. Für diesen Auftrag sollen wir die Ermordung eines Ziels inszenieren. Seid ihr bereit? Geht nach Corolle und brecht in das Haus von François Mortière ein. Mortière wird drinnen auf euch warten. Tötet ihn nicht. Auf François Mortière wurde ein Mörder angesetzt. Er schuldet den falschen Leuten eine beträchtliche Summe Geldes. Also haben sie einen Vollstrecker mit seiner Ermordung beauftragt. Hier, dieses Messer ist mit einem besonderen Gift präpariert. Damit werdet ihr Mortières Tod im Beisein des Vollstreckers inszenieren. Mortière wird euch selbst weitere Einzelheiten mitteilen. Dies ist ein ungewöhnlicher Auftrag. Mortière musste eine besondere Abmachung mit uns treffen, bevor er angenommen wurde. Ich vertraue eurer Professionalität. Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. Da seid ihr ja. Willkommen. 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 Willkommen in der Familie. Ich würde euch ja umarmen, aber Oceva hat es mir untersagt. Gute Jagd, mein Bruder. Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Seid ihr neu hier in der Stadt? Gleichfalls. Ich freue mich immer, wenn ich jemand Neues kennenlerne. Willkommen. Ich bin sicher, meine Mutter wird sich ebenso freuen, euch kennenzulernen. Meiner Mutter gehört der Laden Nordwaren und Handel in Corolle. Ich habe Valus Odile heute wieder in der grauen Stute gesehen. Er ist nicht mehr derselbe, seit seine Jungs weg sind. Wiedersehen. Hallo, ihr müsst derjenige sein, von dem Lucien Lachance mir erzählt hat. Ich habe euch erwartet.
Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Ich habe mir eine beträchtliche Menge Gold von einigen Gestalten aus der Unterwelt geliehen. Ich konnte eine Rate nicht zurückzahlen. Jetzt wollen sie nicht einmal mehr das Geld. Sie sagen, ich hätte sie beleidigt. Sie haben einen Vollstrecker geschickt, um mich zu töten. Sein Name ist Verbirgt sein Herz. Und er ist auf dem Weg hierher. Darum habe ich euch angeworben, damit ihr meinen Tod inszenieren könnt. Also wenn Verbirgt sein Herz ankommt, werde ich ein kleines Schauspiel inszenieren. Ihr verletzt mich mit dem vergifteten Messer und dieser widerwärtige Vollstrecker wird denken, ich sei tot. Ihr müsst aus Korol fliehen und Verbirgt sein Herz darf nicht getötet werden. So kann er dann zurückkehren und seinen Auftraggebern berichten, dass ich tot bin. Wartet einen Tag, bis meine Leiche in der Kapellengruft von Korol aufgebahrt wird, dann könnt ihr mir das Gegengift einflößen. Habt ihr alles begriffen? Gut. Verbirgt sein Herz wird jeden Augenblick hier sein. Seid bereit. Oh, ich hoffe, dass alles funktioniert. Mortier, ich weiß, dass ihr hier drin seid. Meine Auftraggeber sind sehr verärgert. Ich komme jetzt herein und dann könnt ihr um euer Leben betteln. Nicht, dass es euch helfen wird. Mortier, ich bin hier. Seid nicht der Letzte, der heute den Rappenkurier liest. Nehmt euch einen Rappenkurier. Die einzigen wahren Nachrichten. Sonderbericht über den Graufuchs. Ich grüße euch. Was denn nun schon wieder? Soweit ich weiß, sucht die Kämpfergilde gerade neue Rekruten. Für einige Leute ist das genau die richtige Arbeit. Oh, habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Ich möchte nicht darüber sprechen. Gibt es Neues aus den anderen
Oh, ich bin etwas steif, aber ansonsten unversehrt. Ah, ja, die Gruft. Meine Familie ist hier begraben, wisst ihr? Was mich auf etwas bringt, das ich möglicherweise noch nicht erwähnt habe. Meine Vorfahren sehen meine Auferstehung als Schändung ihres Grabes an. Diese Gruft ist, tja, sehr verflucht. Bei einer Schändung steigen meine Vorfahren aus ihren Gräbern, um ihre Ruhestätte zu verteidigen. Ich kann sie schon kommen hören. Ihr müsst mich schützen. Geleitet mich zur grauen Stute, wo ich meine Flucht aus Koroll organisieren kann. Da kommen sie. Oh nein, Tante Margaret. Ihr seht ganz schön fertig aus. Hallo. Ihr habt nicht zufällig meine Söhne gesehen? Sie sind in den Wald gegangen, um diese graue Stute. Korolls bester... Meine Söhne. Habt ihr meine Söhne gesehen? Ja, Ralus und Antus. Sie wollen die Kreaturen auf unserem Hof bekämpfen, aber ich fürchte um ihre Sicherheit. Seit einigen Tagen werden wir auf unserem Hof außerhalb von Koroll immer wieder von diesen Kreaturen angegriffen. Sie kommen von irgendwo im großen Forst. Ich weiß nicht woher, aber möglicherweise weiß Ralus inzwischen mehr. Meine Jungs werden den Kampf gegen sie aufnehmen, auch ohne die Wache. Es ist egal, ob es außerhalb der Stadtmauer geschieht, es betrifft uns trotzdem. Sie erwarten, dass ich mitgehe, aber... Ich fürchte, in meinem Alter bin ich nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Würdet ihr an meiner Stadt gehen? Irgendwie wusste ich, dass ihr das Richtige tun würdet. Ich soll sie bei der Venon-Priorei treffen. Besorgt euch am besten gleich, was ihr braucht, damit ihr rechtzeitig dort seid. Ich muss etwas trinken, um mich zu beruhigen. Verzeiht. Ah, die graue Stute. Von hier aus kann ich Transportmittel für meine Flucht aus Cyrodiil organisieren. Ihr habt mir gut gedient, Assassine. François steht für immer in eurer Schuld. Lebt wohl. Ich weiche diesen Dingen... Ah, Moutier ist also entkommen. Gute Arbeit. Als Bezahlung überreiche ich euch dieses Amulett, das Herz der Grausamkeit. Ihr werdet auch weiter befördert.
Ich verleihe euch hiermit den Titel eines Eliminators. Euer Blut ist kalt und euer Herz wie Stein. Ihr seid die Verkörperung von allem, wofür die dunkle Bruderschaft steht. Hiermit überreiche ich euch diesen Schlüssel. Damit öffnet ihr den Brunnen über uns, hinter dem verlassenen Haus. So erlangt ihr unerkannt und schnell Zutritt zu dieser Zuflucht. Antus, immer mit der Ruhe. Wir werden früh genug aufbrechen. Ich kann es einfach nicht erwarten. Das wird der großartigste Kampf aller Zeiten. Das ist kein Scherz, Antus. Und es gibt keinen Grund, in Begeisterung auszubrechen. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, warum seid ihr dann überhaupt hier? Vater und ich, wir schaffen das. Auch wenn ich mich fürchte, bin ich trotzdem hier. Weil ich weiß, dass wir das tun müssen. Vater wäre der gleichen Ansicht. Vater hat keine Angst. Untersteht euch das zu behaupten. Das werdet ihr sehen, wenn er kommt. Ich werde ihn fragen und dann werdet ihr schon sehen. Wer seid ihr? Warum ist Vater nicht hier? Er weiß doch, wie wichtig das ist. Was soll das heißen, er kommt nicht mit? Er hat euch gebeten, an seiner Stadt mitzukommen? Hat er denn gar keine Ehre? Was soll das heißen? Endlich mal gute Neuigkeiten aus Quatsch. Die letzten Daedra wurden vertrieben. Ich fürchte, ich habe keine Zeit für eitles Geschwätz, mein Freund. Ich warte auf meinen Vater, Varlus Odil. Habt ihr ihn zufällig in der Stadt gesehen? Er kommt nicht mit uns? Ich glaube, ich verstehe. Und es ist besser, wenn er in Sicherheit bleibt. Mich wundert nur, dass er euch gebeten hat, an seiner Stadt zu gehen. Ihr würdet uns begleiten, obwohl euch dieser Kampf persönlich nicht betrifft? Eine ehrenwerte Tat. Dann nehme ich eure Hilfe gern an. Es hat keinen Sinn, noch länger hier zu warten. Folgt mir. Wir werden ihr Blut im Namen unseres Vaters vergießen.
Ekliges Gekreuz. Konzentriert euch. Nehmt euch in Acht und seid vorsichtig. Antus, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Auf geht's. Verteidigt euch. Hier kommen sie. Nie besiegen. Jetzt seid ihr um und verblutet. Nehmt das. Tut euer Jetzt um und verblutet. Warum wollt ihr nicht sterben? Bitte, nur eine einzige Münze. Bitte, gebt reichlich, edler Herr. Vielen Dank, mein Herr. Ich verstehe nicht, was Glisteel in diesem Malintus Ankros sieht. Habt ihr sie schon einmal gesehen? Und ihn? Das verstehe ich einfach nicht.
Möge Akatosh euch segnen. Das ist der letzte von ihnen. Ihr seid zurück und ihr habt meine Söhne mitgebracht. Wie wundervoll. Widerliche Bestien. Sie haben es verdient, dass ihr sie zur Strecke gebracht habt. Meine Söhne sind heil zurück. Oh, vielen Dank. Habt vielen Dank, dass ihr ihnen beigestanden und einem alten Narren geholfen habt. Bitte, nehmt dies. Ich brauche es nicht mehr. Meine Schlachten sind vorbei. Ich plane, den Rest meiner Tage in Ruhe und Frieden auf dem Hof zu verbringen. Wie ich hörte, ist die Gräfin in letzter Zeit sehr betrübt. Jemand hat anscheinend etwas sehr Persönliches von ihr gestohlen. Auf Wiedersehen. Na, ihr seid ja ehrgeizig, was? Ich fürchte, ich habe keine weiteren Aufträge für euch. Unsere Zusammenarbeit ist nun vorbei. Meldet euch stattdessen bei Ocheva, hier in der Zuflucht. Von jetzt an erhaltet ihr eure Aufträge von ihr. Sie wartet bereits auf euch. Bevor ihr geht, will ich noch auf ein Angebot zurückkommen, das ich euch vor einiger Zeit machte. Als Vampir kann ich meine Gabe nach meinem Gutdünken an andere weitergeben. Ihr habt mir gut gedient und ich will nun die Gabe an euch weitergeben. Soll ich meine dunklen Kräfte nutzen und euch zu einem Vampir machen? Ja, ich verstehe eure Ängste. Schließlich geschieht es nicht alle Tage, dass man die Einladung erhält, sich den Reihen der Untoten anzuschließen. Solltet ihr jemals eure Meinung ändern, dann sorgt euch nicht. Mein Angebot gilt auf ewig. Kehrt einfach zurück und sprecht mich auf das dunkle Geschenk an. Und schon werden wir beginnen können. Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder.
seid gegrüßt. Ich habe euch erwartet. Wie Vicente euch sicherlich gesagt hat, werdet ihr nicht mehr für ihn arbeiten. Von nun an werdet ihr eure Aufträge von mir erhalten. Euer nächster Auftrag ist sogar schon eingegangen. In der Kaiserstadt lebt ein Hochelf, dessen Leben ausgelöscht werden muss. Diese Person zu finden, könnte eine Herausforderung darstellen. Habt ihr Interesse? Ich wusste, ihr würdet nicht widerstehen können. Euer Ziel ist ein Hochelf namens Felian. Er lebt irgendwo in der Kaiserstadt und mag lange Spaziergänge. Leider ist das alles, was wir wissen. Wir wissen nicht, in welchem Viertel er wohnt, noch welche Etablissements er aufsucht oder irgendetwas über seinen Tagesablauf. Bei diesem Auftrag ist etwas Detektivarbeit nötig. Ich schlage vor, ihr sprecht mit euren Brüdern und Schwestern und fragt, ob sie euch einen Rat geben können. Ach ja, da ist noch etwas. Die Kaiserstadt ist auch das Zuhause eines Hauptmanns der Kaiserlichen Legion namens Adamus Philida. Wisst ihr, wer das ist? Philida hat sein Leben der Auslöschung der dunklen Bruderschaft gewidmet und wird sehr zornig, wenn unsere Pflichten uns in die Kaiserstadt führen. Wenn so etwas geschieht, macht er zumeist unser Leben sehr schwer. Geben wir dem guten Hauptmann keinen Grund, sich mehr mit unseren Angelegenheiten zu befassen. Ja, wenn es möglich ist, beseitigt Felian irgendwo, wo es keiner bemerkt. In jedem Fall nicht im Freien, wenn niemand in der Nähe ist. An einem sicheren Ort, ohne Zeugen. Dann sieht es wie ein einfacher Mord aus. Philida wird nichts ahnen. Und ihr erhaltet einen netten Bonus. Geht jetzt. Möge Sittis mit euch gehen. Zurück. Ich kenne euch nicht. Und ich will euch auch nicht kennenlernen. Wie geht es euch? Seid ihr? Spät ist es? Ja. Los, aus dem Weg, bevor ich euch in Eisen schlagen lasse. Was denn nun schon wieder? Wenn ihr ein Pferd kaufen wollt, sprecht drinnen mit Tovas. Lebt wohl. Thank you.
Thank you. Come back anytime.